In dieser Folge Watchlist freue ich mich, mit euch einen kleinen Rückblick ins vergangene Jahr zu wagen. Und euch die Highlights im Januar 2021 zu präsentieren. Oh, ich glaube, das stand immer außer Frage. Natürlich erfahrt ihr auch jeweils, wo ihr die Filme und Serien schauen könnt. Bin ich tot? Nein. Warum denkst du das? Obendrein gibt es noch ein Interview mit dem Cast vom Film Wunderschön. Viel Spaß. Danke sehr. Das bedeutet mir sehr viel. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Watchlist im neuen Jahr 2021. Frohes neues Jahr natürlich auch an dieser Stelle von mir für euch. Und wir bleiben auch in diesem Jahr unserem Motto treu. Ich möchte euch eine Vorschau geben, was ihr im kommenden Monat auf den Streaming-Portalen schauen könnt. Aber ich möchte in dieser Folge auch ein wenig auf das Jahr 2020 zurückblicken und euch noch ein paar Highlights nicht vorenthalten, die man auch im Jahr 2021 gesehen haben sollte. Was? Was? Yep. Nein, nein. Und im Herbst wurde eine Serie besonders krass abgefeiert, was bei einer Serie über einen Denksport zumindest ich nicht erwartet hatte. Das Damen-Gambit stellt schließlich Schach in den Vordergrund. Es wird immer Männer geben, die dir was beibringen wollen. Das macht sie kein bisschen klüger. Dann lässt du sie einfach reden und anschließend tust du einfach das, was du willst. Irgendwann bist du Mutterseelenallein. Dann musst du wissen, wie du auf dich selbst aufpasst. Die auf dem Roman von Walter Tavis basierende Netflix-Miniserie Das Damen-Gambit ist eine Geschichte über das Erwachsenwerden und den wahren Preis der Genialität. Die junge Beth Harmon wächst in den späten 50er Jahren in einem Waisenhaus in Kentucky auf, als sie ihr erstaunliches Talent für das Schachspiel entdeckt. Gleichzeitig wird sie von den Beruhigungsmitteln, mit denen der Staat damals Kinder ruhig stellte, abhängig. Gejagt von ihren Dämonen und angetrieben von einem Cocktail aus Narkotika und ihrer Obsession, entwickelt sich Beth zu einer extrem talentierten und glamourösen Außenseiterin, die die traditionellen Grenzen der von Männern dominierten Schachwelt einreißen will. Die Serie ist ein wenig die sogenannte eierlegende Wollmilchsau. Sie springt zwischen den Genres und spricht entsprechend richtig viele verschiedene Zielgruppen gleichzeitig an. Die Serie ist nämlich spannend, erzählt den Aufstieg von Beth, die dramatischen Folgen von Medikamenten und Alkohol und die Obsessionen allgemein. Gleichzeitig ist das Damen-Gambit aber auch wahnsinnig spannend und in einem tollen Tempo erzählt. Dazu gibt es eine richtig gute Portion Humor, die auch die ziemlich ernsten Themen immer wieder auflockert. Es gibt niemanden auf der Welt, der so begabt ist wie du. Es gibt einen Spieler, der mir Angst macht. Wer? Der Russe. Das Beste aus allem herausgezogen sozusagen. Und es ist wirklich faszinierend, wie ich mich binnen weniger Minuten auch selbst in die Schachwelt stürzen konnte und ein wenig der Reiz des Brettspiels mich überkommt, obwohl ich natürlich niemals für mehr als eine Partie nebenbei irgendwie hinhauen würde. Aber ich liebe es, wenn es in einer Geschichte gelingt, sich für das entsprechende Thema nochmal neu zu interessieren. Was ist? Und weswegen? Optisch gibt es dazu auch diverse Leckerbissen zu bestaunen. Die Sets sind liebevoll und nicht selten durchaus imposant. Und wenn man dann auch noch weiß, dass einiges davon in Berlin gedreht wurde, wie zum Beispiel Szenen, die in Las Vegas und in Russland spielen, verrückt ist aber so, dann ist das echt cool, sich die Serie anzuschauen. Anya Taylor-Joy kennt man bereits aus den Filmen wie Split, Glass oder Emma. Hier trumpft sie als Hauptdarstellerin aber erstmals so richtig auf. Die feine Nuance zwischen motiviert, emanzipiert und völlig obsessiv, nahezu fast ein bisschen irre, verkörpert sie in jeder Szene mit Bravour. So ist das Damen-Gambit insgesamt eine absolut runde Sache, die sich Serieninteressierte auf keinen Fall entgehen lassen sollten. Schwer zu sagen, was das sein wird. Ich möchte euch auch Filme aus dem letzten Jahr vorstellen, die besondere Highlights waren. So zum Beispiel Knives Out, ein absoluter Überraschungshit. Aber ich bin mir sicher, dass den noch nicht jeder gesehen hat. Eine klassische Krimi-Geschichte, so ein bisschen im Agatha Christie-Style. Man möchte also während des Films herausfinden, wer den Mord begangen hat. In der Nacht seines Todes hat die Familie also den Geburtstag ihres Vaters gefeiert. Wie war's? Die Party? Vor Vaters Tod? Oh, die war toll.
Meinen Sie, ob einer von uns ihn umgebracht hat? Nein, aus der nein, Familie Ward, ihn Ward. Umgebracht hat. Wer zum Teufel ist das? Mr. Blanc ist Privatdetektiv von hohem Renommee. Sie sind berühmt. Nachdem der Familienpatriarch und Krimiautor Harlan Trombay am Morgen nach seinem 85. Geburtstag tot aufgefunden wird, entwickelt sich eine Familienfeier zu einem Kriminalfall. Die anwesenden Verwandten wollen natürlich nichts mitbekommen haben, werden aber dennoch von Privatdetektiv Benoit Blanc und Lieutenant Elliot festgehalten, bis der Täter gefunden ist. Das passt den Gästen wie Ranson Drysdale und seinen Eltern Lyndon und Richard überhaupt nicht. Obwohl sich Trombays Partygesellschaft alles andere als kooperativ zeigt, kommt es im Laufe der Ermittlungen zu einigen überraschenden Wendungen und die Lage spitzt sich immer weiter zu. Ich habe meinen 85 Jahre alten Vater beerdigt, der Selbstmord begangen hat. Wir bedauern Ihren Verlust außerordentlich. Wie zu Beginn schon gesagt, ist es ein ziemlich klassischer Krimifilm, allerdings mit sehr vielen modernen Elementen und was ich an diesen Film immer mag, ist, dass man denkt, ich habe das durchschaut, ich weiß, wer es war, ist doch total offensichtlich. Und ein paar Momente später merkt man, ach nee, die Geschichte geht ja noch weiter. Man hat sich doch mehr irgendwie überlegt und das funktioniert bei Knives Out auch fantastisch. Und man darf nicht vergessen, was wir hier für einen Cast haben. James Bond Schauspieler Daniel Craig in der völlig absurden Rolle als Detektiv. Man merkt man einfach, Daniel Craig kann eben Comedy auch sehr gut. Wir haben Captain America Chris Evans. Okay, das ist Trooper Wagner. Ich bin Lieutenant Elliot. Wir wollen Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Die großartige Legende Jamie Lee Curtis. Wieso sind Sie hier? Und Christopher Plummer, der immer noch in die Rekordbücher eingetragen wurde für die Nominierung als ältester Schauspieler für einen Oscar. Und ist in Knives Out auch noch dabei und einige andere Gesichter, die man eben auch kennt. Und alle haben sichtlich Spaß dabei, so dieses ganze Krimi- und Rätseltreiben auf die Spitze zu treiben. Wiederum ist dieser Film von Regisseur Rian Johnson, der hat vorher den achten Star Wars Film gemacht. Der Mann kann also episch und groß, aber auch kleines Kammerspiel. Und ich glaube, dass wenn ihr zu Hause Knives Out schaut und so ein bisschen mit ins Rätselraten kommt, werdet ihr einen großartigen Filmabend haben. Ich habe keinen Verdächtigen ausgeschlossen. Auf Disney Plus ist kürzlich erst die zweite Staffel von The Mandalorian zu Ende gegangen und insgesamt wurden ja sage und schreibe 10 neue Star Wars Serien angekündigt. Neben Star Wars hält Disney aber ja noch ein weiteres sogenanntes Franchise in der Hand, nämlich das Marvel Comic-Universum. Und nachdem seit Endgame nun beinahe 2 Jahre vergangen sind, folgt die erste große eigene Marvel-Serie auf Disney Plus, die auch direkten Bezug zu den Kinofilmen und somit dem Marvel Cinematic Universe nimmt. Wanda und Vision, sind wir nicht ein schönes Paar? Das ist jetzt unser Zuhause. Ich will, dass wir da reinpassen. Oh, das wird so richtig irre. Von wo sind Sie hergezogen? Seit wann sind Sie verheiratet? Und wieso haben Sie noch keine Kinder? Unsere Geschichte. Mit WandaVision wagt man sich außerdem stilistisch auch etwas Neues. Im Stile verschiedener Sitcoms der 50er bis 90er wird das beschauliche Leben von Wanda und Vision in einer amerikanischen Vor- und Kleinstadt gezeigt. Inklusive lachender Zuschauer. Doch was davon ist real? Was eine Scheinwelt? Und wie hängt das alles mit den dramatischen Ereignissen im MCU zusammen? Große Marvel-Geschichten werden immer wieder wie die Büchse der Pandora gehütet. Keine Details sollen an die Oberfläche geraten. Doch wir können uns auf jeden Fall auf einen abgefahrenen Mix freuen. Die klassischen Sitcom-Elemente, teilweise in Schwarz-Weiß, sind total überdreht und wirken völlig aus der Zeit gefallen. Wir sind schon ein ungewöhnliches Paar, weißt du? Gleichzeitig müssen wir natürlich aber nicht auf Comic-Action verzichten. Elizabeth Olsen und Paul Bettany übernehmen wie auch schon in den Kinofilmen die Rollen von Scarlet Witch und Vision und stehen aber nun im Zentrum einer Geschichte. Bislang waren die beiden ja eher so als Nebencharaktere erzählt worden. Wer bist du? Ich weiß es nicht. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf und bin gespannt, wo die Reise hingehen wird. Ab dem 15. Januar könnt ihr auf Disney Plus dabei sein. Es gibt eine nicht unerhebliche Faszination für Kriminelle in der Kunstwelt, also Film, Funk und Fernsehen, insbesondere wenn es darum geht, denen da oben eins auszuwischen. Da sind die Figuren sehr gerne charmant, clever und wortgewandt, können sämtliche Situationen vorhersehen und haben so ein Unterfangen wie einen Kunstraub
unter Kontrolle. Und sind wir ehrlich, diese Geschichten machen ordentlich viel Spaß. So geht nun am 8. Januar die französische Miniserie Lupin an den Start. Ich putze im Louvre. Die Kunstwerke sind Millionen wert. Nächsten Freitag wird hier ein Collier versteigert. Wir werden es stehlen. Ihr geht als Putzer rein und als Millionäre raus. Noch Fragen? Aha. Was machst du, solange wir hier die ganze Arbeit machen? Was, ich? Ich ersteigere das Collier. Im Mittelpunkt der Serie steht Anson Diop, der als Teenager eine schreckliche Erfahrung machen muss. Sein geliebter Vater wird eines Verbrechens bezichtigt, das dieser Ansons Ansicht nach nie begangen hat. Kurz nach seiner Verhaftung stirbt sein Vater im Gefängnis. 25 Jahre später beschließt Anson, den Tod seines Vaters zu rächen und lässt sich dabei von der Romanfigur Anson Lupin, einem wohlerzogenen Meisterdieb, inspirieren. Ich räche mich an Pellegrini. Alles ist ein Spiel. Ein Spiel mit Regeln. Ich mache diese Regeln. Genau das habe ich geplant. Die Hauptrolle übernimmt der Schauspieler Omar Sy, der es mittlerweile satt haben dürfte, immer wieder als der Pfleger aus ziemlich beste Freunde, also der lustige Mann, der nicht im Rollstuhl gesessen hat, bezeichnet zu werden. Dabei hat er in den letzten Jahren echt richtig viele tolle Rollen übernommen, ob in Plötzlich Papa, Inferno oder Jurassic World. Das sind nur ein paar Beispiele. Und auch in Lupin setzt er seine Stärke maximal ein. Dieser Mann ist ein Charmebolzen von vorne bis hinten. Das hilft zum einen, sich sehr schnell mit ihm zu verbünden und zum anderen glaubt man ihm auch das Entkommen aus den abstrusesten Situationen. Er löst es jedes Mal mit tonnenweise Charisma. Klar, damit kommt er irgendwie durch. Ich würde auch sagen, alles klar, komm durch. Und seine Motivation ist eben auch eine nachvollziehbare, sodass ich ihm ziemlich schnell an seiner Seite durch die Geschichte folge. Kennst du diesen Zaubertrick? Welchen Zaubertrick? Bitte, jetzt kennst du ihn. Dass französisches Kino und die Serienproduktion international auch immer wieder Akzente setzen können, das ist ja mittlerweile bekannt. Und mit Lupin wird dieser Anspruch noch einmal unterstrichen. Die 5 Folgen haben ein gutes Tempo, nehmen sich an den richtigen Stellen immer wieder Zeit und überraschen uns in einem angenehmen Maße immer wieder. Es macht total Spaß zu glauben, eine Situation durchschaut zu haben, um dann doch wieder hinters Licht geführt zu werden. Ihr habt mich unterschätzt. Ihr habt mich nicht angesehen. Ihr habt mich gesehen, aber ihr habt mich nicht angesehen. Das macht den Reiz von Lupin aus. Die Serie, die man übrigens sehr gut an einem etwas längeren Abend als XXL-Film schauen kann. Nach etwas mehr als 4 Stunden hat man das unterhaltsame Abenteuer erlebt und hofft auf weitere Streifzüge in der Zukunft, sofern es einen weiteren Motivationsansatz für unseren Charakter geben wird. Denn das spürt man schon deutlich. Ich gehe als Zuschauer vor allen Dingen deswegen mit, weil es sich so gerecht anfühlt. Einfach nur etwas klauen, wenn man es kann, reicht nicht. Aber so oder so, die erste kleine Überraschung des neuen Jahres findet ihr mit Lupin ab dem 8. Januar auf Netflix. Auf Magenta TV startet das neue Jahr ziemlich opulent. Das Serienepos Romulus wurde in Italien bereits gefeiert und direkt ab Anfang Januar haben wir nun auch in Deutschland endlich das Vergnügen. Wie die linke und die rechte Hand dürft ihr euch niemals trennen. Die Götter spielen mit dem Leben der Könige. Sie erheben und zerstören sie. Dort ist Numitor seit langem König über 30 Dörfer. Aber Dürre und Hungersnot bedrohen das Überleben seines Volkes. In der Not befragt der König ein Orakel. Dieses rät ihm, den Thron an seine beiden Enkel zu übergeben, Enitos und Jemos. Doch nachdem Numitor ins Exil geht, versucht sein Bruder Amulius, gewaltsam den Thron an sich zu reißen. Jemos kann vor der Gewalt seines Großonkels fliehen, Enitos hat weniger Glück. Auf seiner Flucht in die gefürchteten mystischen Wäldern trifft Jemos auf den verwaisten Sklaven Viros. Gemeinsam schließen sie sich der Wolfsgöttin Romina an, die sie in Kampftechniken und blutigen Ritualen unterweist. Außerdem erzählt sie ihnen von ihrer Vision einer unbesiegbaren Stadt, in der alle Ausgestoßenen Zuflucht finden sollen. Ruma, das spätere Rom. Natürlich ahnen die Protagonisten nicht, dass ihre Handlungen wegweisend für die Entstehung des römischen Imperiums sein werden. Männer von deinem Schlag sind nicht für den Tod geschaffen. Fürchtest dich nicht mal vor den Geistern. Fans von historischen Stoffen können jubeln. Romulus ist optisch unglaublich spektakulär
und wir tauchen in ein leuchtendes Farbenmeer ein. Die Sättigung wurde ordentlich nach oben geschraubt. So blau ist der Himmel auf dem Screen daheim tatsächlich selten. Noch seltener dürfte die Wahl der Sprache am Set gewesen sein. Im Originalton könnt ihr die Serie daheim auf Altlatein schauen. Richtig gehört. So viel zum Thema tote Sprache. Hätte mir das einer vor 20 Jahren mal gesagt, dass 2021 eine Serie auf Latein zu sehen sein wird, hätte ich im Unterricht noch ein bisschen besser aufgepasst. Wer sein Latein fließend noch so ein bisschen aufbessern muss oder allgemein wenig Faszination für die Sprache und das Schauen mit Untertitel hat, erhält selbstverständlich standardmäßig die Gelegenheit, die Serie eingedeutscht zu schauen. Aber ich rate euch, versucht es mal. Es ist schon irgendwie abgefahren, das zu sehen. Von der sprachlichen Besonderheit abgesehen, macht die Serie insgesamt aber auch so einen echt guten Eindruck. Zu sehen, wie man kunstvolle Bilder kreieren möchte und das auch schafft, ist ziemlich beeindruckend. Nicht wenige Momente der Serie mag ich mir einrahmen und als Gemälde am besten so hier direkt aufhängen. Und dank der Bilder kann ich besonders gut in die Geschichte eintauchen und die Rätsel entschlüsseln. Wer Filme so wie Gladiator liebt, wird sich über Romulus sehr freuen. Insgesamt gibt es 10 Folgen in der ersten Staffel, die ihr jetzt bei Magenta TV streamen könnt. Ich möchte euch noch einen weiteren Film vorstellen, der erst demnächst im Kino starten wird. Ja, die Kinos sind derzeit geschlossen, aber sobald es möglich sein wird, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch wunderschön im Kino anschaut. Erst stelle ich euch den Film vor, dann habe ich auch den Cast hier im Interview. Oh, auf die man oh da weine ich auch gleich. Bin mir ziemlich sicher, das wird wunderschön. Sagen wir mal so, manche nennen es eine gute Lehrerin, viele nennen es Klugscheißer. Das ist ein schmaler Grat. Wir sind eine Familie, wir hängen zusammen. Apropos, habt ihr eigentlich mal wieder gebumst? Wie denn? Abends bin ich müde, ich habe keine Zeit für Sport, ich fühle mich fett und hässlich. Ich bin so richtig olle Mutti geworden. Dann hör auf, dich wie eine zu benehmen. Frauke steht kurz vor ihrem 60. Geburtstag und findet sich von Tag zu Tag weniger schön. Ihr Mann Wolfi hat derweil andere Probleme. Er ist pensioniert und weiß aktuell nichts mit sich anzufangen. Ihre gemeinsame Tochter Julie will als Model groß durchstarten und versucht krampfhaft, sich dem Schönheitsideal der Branche anzupassen. Layla ist Schülerin und verfolgt das Leben von Julie mit. Mit sich selbst ist sie schon lange nicht mehr zufrieden, sie fühlt sich als Außenseiterin. So ein Leben wie Julie würde sie auch gerne führen, denn in einer Sache ist sie sich sicher, wenn man so aussieht wie das junge Model, kann das Leben nur besser sein. Währenddessen kämpft Julies Schwägerin Sonja mit den Folgen ihrer 2 Schwangerschaften. Ihr Mann Milan unterschätzt, welchem Stress sich die junge Mutter aussetzt. Sonjas beste Freundin Vicky sieht das pragmatisch. Für sie war schon immer klar, dass Männer und Frauen nie gleichberechtigt miteinander umgehen können. Doch sie rechnet nicht mit ihrem Kollegen Franz, der sie vom Gegenteil überzeugen möchte. Du liebst mich doch schon. Was sagt man noch nicht? Der Film kommt zu einem perfekten Zeitpunkt, egal wann er dann im Kino läuft. Die Message ist so stark und wird auf unterschiedliche Weise erzählt. Das Bild, das wir von uns haben, entscheidet über unser Selbstwertgefühl. Aber seid ihr denn nur euer Aussehen? Mein Herz ist total aufgegangen dabei, auch weil ich mich mit sämtlichen Figuren identifizieren konnte. Jeder von uns hat ja irgendwie so seine Schwächen, die wir oft nur mit uns selbst ausmachen und auch ausmachen müssen. Caroline Herfurth ist da auch echt ein Multitalent. Nicht nur, dass sie als Schauspielerin seit Jahren überzeugt, genauso ist sie eine richtig gute Autorin und Regisseurin. Das spürt man vor allen Dingen in den Dialogmomenten. Die Gespräche klingen einfach wirklich so, als hätten wir es mit echten Menschen zu tun. Du gehst einfach davon aus, dass sich für dich nichts ändert und für mich alles. Ich habe bei Filmen ganz oft das Gefühl, Entschuldigung, das höre ich, dass das nur geschrieben ist. So redet doch kein Mensch. Aber bei Wunderschön passt das sehr gut. Aber ein tolles Drehbuch, schöne Bilder aus Berlin, passende Musikbegleitung und so weiter sind zwar nötig, aber ohne funktionierende Schauspieler und Schauspielerin wird das alles nix. Und hier spielt tatsächlich jeder groß auf. Martina Gedeck und Joachim Kroll, herzzerreißend. Nora Tschirner, überwitzig, auf den Punkt, Hammer. Emilia Schüle zusammen mit einem kleinen Nachbarskind, das ist Zucker und sehr emotional zugleich. Caroline Herfurth und Friedrich Mücke, nachvollziehbare Konflikte, lebensnah und wie bei allen, die Chemie stimmt. Und dennoch möchte ich eine Newcomerin besonders hervorheben, die als Jugendliche die Absurdität von Instagram und Co. sowie die Hürden für Menschen im jungen Alter so fantastisch offenbart. Wenn sie sich dann auch noch verliebt, dann spüren wir die Schmetterlinge selbst auch im Bauch. Gefühle, wie wir sie alle schon mal vielleicht im besten Fall empfunden haben, von mir die absolute Empfehlung. Ich finde, du siehst schön aus. Da ist er damit, oder?
Ja, habe ich auch gedacht. Und vor einigen Tagen hatte ich die Gelegenheit, mit dem Cast über den Film zu sprechen. Und das habe ich als großes Highlight dieser Folge Watchlist für euch jetzt hier. Viel Spaß mit dem Interview. Dankeschön. Berlin-Alexanderplatz hast du da hängen? Oh ja, warte, da. Geil, so ein schönes Plakat, oder? Ist das nicht ein geiles Plakat? Mega. Ja, richtig toll. Vielen Dank, das ist auch das erste Mal. Und tatsächlich, bevor ich in den Interviewmodus kommen möchte, wollte ich erstmal vielen Dank sagen. Ich habe den Film sehr geliebt. Ich habe, glaube ich, durchgängig geweint. Weil ganz. Vielen Dank. Es ist wahnsinnig schön, so ein Feedback zu bekommen, tatsächlich, weil dafür arbeitet man tatsächlich die ganze Zeit. Und es freut mich total, dass das aufgeht, was ich mir gewünscht habe da. Ich glaube das tatsächlich übrigens auch. Ich glaube, dass das nicht auf Frauen, also besonders in den neuen Generationen, dass diese idealisierten Körperbilder für Männer genauso immer mehr gelten, da habe ich auch das Gefühl. Ich glaube, in meiner Generation ist es noch ein bisschen unterschiedlich, aber wie alt bist du denn? Wir sind am gleichen Tag geboren, aber 87er Jahrgang. 22. Ja, okay, dann gilt es nicht. Dann stimmt es vielleicht sogar nicht. Ich finde es auch total interessant, was man da lernt, ne, über dieses ganze, wie sehr das uns alle betrifft, dieser Optimierungs- und Idealisierungswahn, so, ne, und in wie vielen Bereichen tatsächlich auch. Ich finde es auch spannend. Also für mich war diese ganze Reise an dem Film auch, ich habe unglaublich viel gelernt und unglaublich viel gesehen. Und du merkst auch an den ganzen Reaktionen, wie sehr Menschen mit dieser Thematik beschäftigt sind, in welcher Form auch immer. Manche dann eher auf den Körper und manche vielleicht in allen Bereichen. Und warum wollen die dich nicht mehr? Weil ich nicht richtig aussehe. Und wie sieht man richtig aus? Und trotzdem stellt sich direkt die Frage, ja, es ist Modebranche, woran konntest du dich bei deiner Figur irgendwie orientieren? Ja, Drehbuch und man erarbeitet das ja, aber du bist ja dann trotzdem, wenn du dich mit deiner Figur auseinandersetzt, gehst du ja trotzdem in dich und arbeitest da was raus. Also ich glaube, womit ich mich am meisten connecten konnte, vielleicht bei Julie, ist dieses Gefühl, ja, also nicht zu passen und nicht richtig zu sein und deswegen nicht und diesen großen Traum zu haben, der sich einfach nicht erfüllen will. Und ich glaube, das hat irgendwie vielleicht auch als Schauspielerin bei mir angedockt irgendwie. Damit konnte ich was anfangen, weil wir kennen das ja auch, Absagen zu haben. Und man kann ja nun mal, man ist ja angewiesen auf andere Menschen und dass sie einen buchen und dass sie etwas in einem sehen. Und genau, das hat mir total geholfen, da reinzufinden. Und ansonsten, dieser Struggle, den Julie, dieser Kampf, den sie mit sich selber führt, dieses toxische Verhältnis mit sich selbst, das kenne ich jetzt nicht so sehr, aber trotzdem ist es etwas, woran ich mich aus meiner Jugend erinnern konnte. Du gehst einfach davon aus, dass sich für dich nichts ändert und für mich alles. Dieses ganze Beziehungskonzept, ich glaube da gar nicht dran. So einmal Sex, das bin ich leider nicht. Ach so. Hallo Nora. Erst einmal ganz lieben Dank für den tollen Film. Ich habe sehr viel geweint. Wirklich? Ich habe Rotz und Wasser geheult, die ganze Zeit. Das ist so schön. Normalerweise trifft man in Deutschland immer nur Leute, die sagen, ich habe fast geweint oder vielen Dank, ich habe geweint. Und nicht einfach gesagt, vielen Dank für den Film, ich habe geweint. Das ist mein Lieblingssatz, weil deswegen geht man ins Kino, oder nicht? Also bitte. Ja, voll. Nein, und einfach die Themen sind auch für mich tatsächlich ganz viele sehr aktuell und ich fand es großartig. Und hätte dich gerne, also auf jeden Fall deine Figur, gerne als Lehrerin gehabt. Ich fand das total toll, wie behutsam und auch spannend, aber natürlich, dass sie selber nicht alles in ihrem Leben so hinkriegt. Woran hast du dich jetzt bei der Lehrerin orientiert, außer natürlich am Drehbuch, das ist ja irgendwie klar, dass sie das ausarbeitet, aber hast du dich an irgendwas orientiert? An dir? Wirklich, ich wollte immer Lehrerin werden und ich finde halt, also ich bin tatsächlich, glaube ich, also sagen wir mal so, manche nennen es eine gute Lehrerin, viele nennen es Klugscheißer, das ist ein schmaler Grad. Aber ich glaube, es gibt schon Situationen, also wo ich Leute ganz gut coache und das Thema liegt mir natürlich total. Also der Text, der ist ja auch, den ich jetzt in diesen Klassenzimmern gemacht habe, der ist schon auch mit durch meine Hände gegangen. Und es war tatsächlich so, dass nach ein paar Takes man dann merkt, okay, jetzt die Klasse, jetzt schläft so langsam ein. Und dann habe ich nochmal Sachen improvisiert zu dem Thema, die ich wirklich dazu zu sagen habe. Und dann waren sie wieder wach und so. Also das ist schon was, wie ich finde, dass man Sachen erklären kann und nicht von oben herab, sondern irgendwie Leute auf Augenhöhe da abholt. Und insofern muss ich einfach diese Lorbeeren komplett für mich selber einstreichen. So. Ja, völlig recht. Ja, und der Film ist ja von vorne bis hinten mit echt vielen, vielen Botschaften. Und da kam direkt erst die Frage, was ist denn für dich so ein zentrales Element, was dir wichtig ist in dem Film? Fehlbar zu sein. Das ist so was,
du hast ja recht, der Film gibt wirklich wahnsinnig viele, was hast du gesagt, Botschaften, ja, die ja, also genauso eine Thematik auch, was ist sowas, also was ich auch ganz wichtig finde und mit dem ich ja Gott sei Dank auch groß geworden bin, das heißt, so ein bisschen das innere Feuer auch zu erkennen oder das, das also wenn es um Talente geht oder dass man irgendwie, dass man es ganz einfach, also das, früher hat man ja den Satz wirklich immer gesagt, und ich weiß gar nicht, wie alt er da schon war. Es geht, also diese inneren Werte. Und das wurde dann schon in Witzen verarbeitet und so, ne? Aber und auch ja, tatsächlich ja sogar frauenfeindliche Witze damals. Das war alles ein Thema. Also innere Werte und äußere. Ja? Und auch dieser Film, oder unbedingt bringt dieser Film diese inneren Werte natürlich total aufs Tablett, ne? Und sagt, da ist euer Potenzial, Leute. Das ist wichtig. Das ist entscheidend. Auch in meinem Job oder in dem, jetzt in dem Job von Milan vor allem unter Leistungsdruck und der Mann muss bringen und der Mann muss schaffen. Vielleicht wäre Milan ganz froh, wenn es sich mal umdrehen würde. Aber er kann überhaupt nicht draufschauen, ja? So. Und deswegen ist dieses Fehlbarsein, finde ich, dass das auch ein Wert sein kann, aus dem so eine andere, komplett neue Kraft sich schöpfen lässt, wichtig. Also die Initialzündung war tatsächlich ein gemeinsames Abendessen mit dem Chef von Warner Bros., Vinnie Geige, der gesagt hat, also wir haben uns einfach darum unterhalten, was beschäftigt uns, was wollen wir gerade erzählen, was ist das, was uns umtreibt, was haben wir das Gefühl, sind gerade ja, Geschichten, die umtreiben. Und wir haben beide den Film Embrace gesehen, wozu ich später noch dazu kommen werde. Und er meinte, mach doch einen Film darüber, warum es Frauen so schwer fällt, sich zu lieben. Und es wurde relativ schnell klar, weil es ein so weites Feld ist und auch so ein komplexes Feld, dass man erstens verschiedenste Lebenswelten und auch Lebensmomente erzählen muss, um dem Thema gerecht zu werden. Und dass sich das eben aber auch relativ schnell auch auf das andere Geschlecht überträgt. Diese Thematik, dass es gar nicht so einzugrenzen ist. Für mich war es so, diese ganze Thematik beschäftigt mich ehrlich gesagt schon mein Leben lang oder spätestens seit ich 11 bin, würde ich denken. Und also was mich sehr geprägt oder verändert hat und verändernd darauf hat schauen lassen, war ein gemeinsames Shooting, was ich hatte mit Nora Tschirner zu der Herausbringung von SMS für dich. Und sie meinte, dass sie ungern, zu Nora muss man dazu sagen, ich würde immer sagen, es gibt ein Vor-Nora in meinem Leben und ein Nach-Nora in meinem Leben, weil sie tatsächlich einen unglaublichen positiven Effekt und Einfluss auf mein Leben hat und der Austausch mit ihr mir immer neue Horizonte eröffnet. Und sie meinte eben bei diesem Shooting, sie würde jetzt ungern in diese typischen Schönheits- und Coolness-Posen gehen, wir können das Shooting gerne machen, aber sie will da einen anderen Inhalt oder überhaupt einfach einen Inhalt haben und sie möchte auch nicht gefotoshoppt werden. Und ich war so ein bisschen überrascht, weil ich dachte, ja okay, also ich habe mich damit bisher jetzt noch nicht so kritisch auseinandergesetzt und war da jetzt auch noch nicht so, habe das auch noch nicht so hinterfragt und habe das immer so hingenommen und fand es irgendwie auch toll, habe es auch so genossen, dann da so schön zu sein. Und dann hat sie mir einen Fundraising-Aufruf gezeigt von Taryn Brumfitt, die Australierin, die eine Dokumentation darüber machen wollte, über Körperdruck und was das für ein Thema ist weltweit tatsächlich und wie, ja, was für Ausmaße das so annimmt. Und diesen Film hat Nora dann auch mitproduziert, den habe ich dann auch gesehen und der hat meine Einstellung zu meinem Körper, meinen Umgang zu mir und meinem Körper und auch zu der Zeit, die ich damit verbringe, wirklich komplett verändert. Was würdest du bei dir denn dann rot zeichnen? Also nicht genau wie du es als Lehrerin sagst, jetzt nicht gerade mal nur körperlich, sondern allgemein, was findest du sind deine großen Stärken außer das Coachen? Also ich glaube, ich würde mein Gehirn und mein Herz ganz rot zeichnen. Und der wird, glaube ich, auf dem Bild auch nicht sein, weil das finde ich für mich die entscheidenden Sachen. Ja, allerdings. Also der Körper ist auch super, der funktioniert halt, aber das ist jetzt, also den würde ich dann so als Ganzes einmal, klappt alles, danke. nee, das wären tatsächlich die Sachen, ja. Zum Abschluss gebe ich euch hier nochmal eine Übersicht von den Filmen und Serien, die ich euch in dieser Folge Watchlist vorgestellt habe und vor allen Dingen auch, wo ihr sie euch anschauen könnt. Wir sehen uns dann im Februar zu der nächsten Monatsvorschau zu einer weiteren Folge Watchlist. Bleibt so lange gesund, macht es gut, bis bald und... Dich finde ich. Mach's gut. Ja, mach's gut, bis bald. Dann vielen, vielen Dank erstmal für deine Zeit und für den schönen Film und ich hoffe auf bald wieder, gerne dann mit einem Bierchen in persönlich. Pass auf dich auf. Alles Gute nach Köln, bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Vielen Dank. Und wann auch immer der Film ins Kino kommen kann, ich drücke die Daumen. Ganz, 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 ganz großartig. Vielen Dank. Danke. Ciao. Du auch. Oh, Wanda, kannst du mich hören? Wer tut dir das an?
going left. Not grundgültiger. Mr. Drysdale. CSI trifft Poirot. Genie und Wahnsinn.